Moin Leute, heute habe ich eine neue Folge die krassesten Verfolgungsjagden für euch. Wenn ihr mir eure Videos senden wollt, könnt ihr das an die jetzt eingeblendete E-Mail-Adresse machen. Legen wir los! Wäre der mal lieber zu Fuß abgehauen. Der wollte ihn unbedingt bekommen, das sieht man. Nach diesem Unfall wird er froh sein, dass die Polizei da ist. Das wäre doch viel schlauer gewesen, wenn ein Polizist mit dem Auto nachgekommen wäre. Wenn der da nicht umgekippt wäre, hätte die Polizei die bestimmt nicht mehr bekommen. Ich weiß nicht genau, was da abgeht, aber der Motorradfahrer liebt es anscheinend, den Autofahrer zu provozieren. Sieht so aus wie ein Stierkampf. Wenn der rot sieht, immer drauf. Warum ergibt man sich nicht einfach, wenn man schon stehen bleibt? Die haben es verstanden und ergeben sich, obwohl die beiden auch zu Fuß weiter abhauen konnten.
Man muss schon zugeben, das ist ein wirklich guter Autofahrer. Wer schafft es schon, so lange rückwärts zu fahren, ohne irgendwo gegenzukommen? Die Polizei nimmt auch wirklich Rücksicht, dass denen auch nichts passiert. Man sieht immer wieder, dass sie darauf warten, dass der Motorradfahrer einen Fehler macht. In den USA sieht es manchmal anders aus. Den haben die verdient bekommen. Wirklich schlau, einen LKW auf die Straße zu stellen. Nicht schlecht. Freunde, welches Video fandet ihr am krassesten? Schreibt es in die Kommentare. Ich fand die Nummer 1 wirklich nicht schlecht. Der Rollerfahrer hätte lieber zu Fuß abhauen sollen. Sieht so aus, als ob er mit einem 25er Roller abhauen wollte. Das wird er nie wieder versuchen. Das war's doch wieder mal komplett. Schöne Grüße gehen raus an Mandy R, Innuendo, TheCreepyBoy666 und Justin Steffen. Danke für euren krassen Support, Freunde. Ihr seid wirklich die Besten. Wenn euch das Video gefallen hat, vergiss nicht, eine Bewertung dazulassen. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao.